Wir sind jetzt hier im Hotel Steirisch Ursprung und weil ich Bier so liebe, habe ich mir gedacht, hey, heute bade ich einfach mal im Bier. Und genau das machen wir heute. Es wird ziemlich crazy. Es ist ziemlich heiß und es kühlt nicht ab von alleine. Deswegen werden wir nach ein paar Minuten mit Hopfen angeschüttet, damit wir nicht schmelzen. Na gut, ich höre den Bademeister schon kommen. Lasst uns eintauchen. So, ich bin jetzt schon nackt. Schaut euch mal das Bierbad an. Sobald wir reinsteigen, müssen wir gleich mit der inneren Anwendung beginnen, meint der Meister. Also. Ist das Bangen, oh, innere Anwendung beginnt. Ich falle und falle. Wir waren gestern unterwegs. Und ich habe mir gedacht, heute im Bierbad, das ist keine gute Idee. I was wrong. Das ist die beste Idee. Und diese innere Anwendung, ich glaube, das ist das sexieste B-Roll-Video bis jetzt. Oh, ich will die Hände reingeben. I love it. Oh mein Gott. Und erst ein bisschen, ich mach sie ganz nass. Ja, das ist das Beste. Ja. Was? Innere Anwendung nicht vergessen. Yes. Wie ist eigentlich dazu zu schauen? Ist es unangenehm? Ich fühle mich schon wieder wie neugeboren. Ich habe mich erst in der Unterwasserhöhle wie neugeboren gefühlt. Auch wenn ich hier nicht alleine bin, fühle ich mich wie neugeboren. Hallo. Super. Das ist von einem starken Geschlechter und das bist nicht du. Stimmt. Ich muss halbwegs rein. So, jetzt schaut es nicht schlecht aus. Sehr gut. Ich mache das ja ganz zärtlich. Sehr gut. Das ist gut auslassen. Das heißt. Ich bin jetzt frisch aus der Wanne gestiegen, neugeboren. Ist das Mindeste, ist das Wenigste, ist das Untertriebenste, was ich sagen könnte. Ich dachte nie, dass ich Wellness brauche, aber jetzt weiß ich, ich brauche eine Holzwanne. Das ist keine bezahlte Promotion oder irgendwas. Aber falls ihr mal nach Österreich kommt oder falls ihr Österreicher seid und ihr in der Steiermark seid, steirisch Ursprung, es ist echt cool, weil sie hier halt versuchen, wie sie damals gelebt haben, einzufangen. Und ich finde, sie machen es perfekt. Ich bin kein alter 1800er Steirer, deswegen kann ich nicht sagen, hey, das war aber nicht so mit dem Holz. Aber ich finde, es hat einen Charme. Und ich möchte jetzt einfach noch zeigen, wie geil das Hotel wirklich ist. So, wir sind woanders. Gestern wurde es noch ziemlich crazy. Da es Sonntag war, hätten wir eigentlich gar nicht dort sein können. Deswegen hat der Herr, nachdem er uns gewaschen hat, hat er gemeint, ja, ich mache jetzt Mittagpause, geht's einfach raus, wenn ihr fertig seid. Draußen angekommen, kamen wir zum Schluss, dass es Sonntag ist und dass wir in der kleinen Ortschaft wie Brodersdorf sind und dort alle halben Tage mal ein Bus kommt. Deswegen waren wir da 2 Stunden gefangen. Und ja, das Abenteuer von Super Supernata und Agent Ping Pong begann relativ rasch. Wir wollten unsere Zeit dort schlagen, sind die Felder und Wälder Brodersdorfs erkunden gegangen, haben Rebhühner gesehen, haben, ja, das waren eigentlich alle Tiere, die wir gesehen haben, haben ein Flussbett entdeckt. Dort passiert etwas Verrücktes. Ich spürte auf einmal etwas Kaltes auf meinem Hinterkopf. Es war eine Laserwaffe. Agent Ping Pong bedrohte mich. Wollte den Kanal übernehmen. Ich konnte Gott sei Dank mein Titanschild rausholen, den Schuss abwehren, habe jetzt Agent Ping Pong gerade in Gefangenschaft. Habe sie dann wieder zurück zur Bushaltestelle gebracht. Dort kam der Bus endlich nach 2 bis 3 Stunden und er wäre fast weitergefahren. Und ja, das war das Abenteuer gestern noch.
Jetzt sind wir noch ein paar Stunden in Graz und ihr bekommt jetzt noch eine kleine Remix, Montage, was auch immer. Ich weiß noch gar nicht. Schneider Niki, was machen wir? Eine Montage. Ja, genau das. Viel Spaß. Ziemlich cool, oder? Wie sich das Ganze dreht. Aber ja, wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst ein Like, abonniert, folgt mir auf meinen sozialen Netzwerken, denn ich habe die lustigsten Fotos. Ja, das stimmt. Schau das an. Lustig. Ja. Ich und ein Strauß. I love it. Und ja, bleibt kreativ. Wir sehen uns in ein paar Tagen.